Das Ende einer Ära. Die Eurogruppe bekommt einen neuen Vorsitzenden und der bisherige Amtsinhaber Jean-Claude Juncker ist darüber alles andere als unglücklich. Zuletzt hatte sich Juncker deutlich amtsmüde gezeigt. Auf die Frage, ob er froh sei, dem Irrenhaus zu entkommen, antwortete er: Ich weiß nicht, ob das ein Irrenhaus ist, aber ich freue mich, raus aus diesem Haus zu sein. Ich habe 6 Monate gerufen, wer holt mich heraus? Für Junkers wahrscheinlichen Nachfolger fand Frankreichs Finanzminister Pierre Moscovici lobende Worte. Jeroen Dijsselbloem ist ein sympathischer Mann, intelligent, unabhängig, er kommt aus unserer Mitte. Ich hoffe, dass er bald bekannt gibt, wie er die Eurogruppe führen will und welche Haltung er zu mehreren großen Themen einnimmt. Der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem ist der einzige Kandidat für Junkers Nachfolge. Der 46-jährige Sozialdemokrat kommt aus einem Land, dessen Bonität noch über jeden Zweifel erhaben ist. Zwar ist Frankreich mit Dijsselbloem nicht ganz glücklich, Deutschland hingegen schätzt ihn als Verfechter von ausgeglichenen Haushalten und Sparmaßnahmen. Zuhören soll er auch können, eine wichtige Voraussetzung für einen Posten, auf dem es laut Juncker eines guten Zuhörers bedarf. Nicht alle Länder sind mit der Kandidatur des niederländischen Finanzministers einverstanden, wie man aus diplomatischen Kreisen hört. Aber die Billigung aus Deutschland wird den Ausschlag geben. Dennoch wird Jeroen Dijsselbloem nicht ohne Bedingungen gewählt. Auf Wunsch Frankreichs muss er zuerst seine finanz- und wirtschaftspolitischen Visionen darlegen. Kollegen dell'Eurogruppo, Margherita Sforza, Euronews, Brüssel.